Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Zum ersten, das war voll die weirde Betonung, zum ersten Video im neuen Jahr. Freunde, ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben hier direkt von McAfee ein Sonderangebot. Danke dafür, Bro. Erstmal ein frohes Neues an alle, Freunde, ja. Das ist das erste Video auch seit, ich glaube, einer Woche. Ich habe mir über die Feiertage ein bisschen Freiraum genommen. I'm sorry, Freunde. Aber we are back now. Und ich habe mega, mega Bock, bei Apache reinzuhören. Ich war kurz davor. Der leicht angetrunkene Flo war vielleicht kurz davor, einfach auf diese Reaction zu scheißen und an Silvester selbst reinzuhören. Habe ich nicht gemacht, Freunde. Habe ich nicht gemacht. Platz 1 auf den Trends, Apache mit Angst. Wir werden uns morgen auch noch die Live-Version davon anhören, wenn das nicht gesperrt wird. Und, Digga, ich bin sehr, sehr einfach, sehr, sehr gespannt. Ich habe von meinen Freunden gehört, dass es extrem fett sein soll, dass es Real Talk sein soll. Ich habe keine Ahnung. Ich freue mich drauf. Angst heißt der Song. Zu Recht wahrscheinlich auf Platz 1 in den Trends. 1,3 Millionen Views nach 3 Tagen. Ist einfach krank, Mann. Apache hat dieses Jahr, letztes Jahr, Digga, das wird mir so oft passieren, hat letztes Jahr krank rasiert. Ich werde euch mal ein paar Apache-Reactions, die zu Roller ist Legendary, die zu Famous oder Fame, ich habe zu sehr, sehr vielen welche gemacht. Schaut euch da gerne mal ein paar Reactions an oben. Wie findet ihr sie? Ansonsten, falls ihr neu sein solltet, lasst gerne schon mal ein Abo da, denn jeden Donnerstag eigentlich schauen wir uns hier die neuen Deutschrap-Releases an. Ich habe für die nächsten paar Tage viele Videos geplant. Heute kommt noch online, wenn alles glatt läuft. Von Maisep weiter 4, von Asche das X-Mess, Massacre und die schlechtesten Deutschrap-Lines aus dem letzten Jahr, Teil 2. Also lasst gerne ein Abo da, Freunde. Kuss, Kuss, wir hören rein. Wieder von MBK Films. Jungs, ich sag's, wie es ist. Ich sag's, wie es ist. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, was ich jetzt sagen möchte. Das ist ein Poster. Das ist schon wieder einfach ein Poster, Digga. Natürlich auch hier bitte schön Boxershorts von... Keine Ahnung, Marke kann ich jetzt nicht erkennen. Sagen wir einfach mal... Es kann alles Mögliche sein. Es kann Adidas sein, es kann Nike sein, Gucci, Balenciaga, ich habe keine Ahnung. Poster. Ist ein Poster, Freunde. Ich liege neben dir so wie jede Nacht und küsse deine Augen in den Schlaf, in der Hoffnung, dass du tief und fest schläfst und keine Fragen stellst. Denn okay, wait a minute. Redet er wirklich über einen Sohn oder eine Tochter? Ich meine, Apache ist sehr gut darin, sein Privatleben rauszuhalten, in my opinion. Man weiß allgemein nicht viel über. Man weiß die Gegend, wo er aufgewachsen ist. Er hat mal Fußball gespielt, glaube ich. Man kennt seine Kollegen so ein bisschen. Aber sonst weiß man recht wenig über ihn. Könnte sich aber hier auch auf Neffe beziehen. Könnte sich hier aber auch auf, keine Ahnung. Ich kann mir sowas wie Neffe tatsächlich sehr gut vorstellen. Ich weiß es nicht. Cousin vielleicht. Denn da draußen gibt es viel zu tun. Doch damit hat mein Baby nichts zu tun. Riech doch mal an deinem Seidenweichen. Zieh mich dann dick an. Hier draußen ist es kalt. Der Beat. Wait a minute, wir schauen ganz kurz, wie der Beat produziert ist, Freunde, von Mixo und MacLoud. Holy shit. Und von Worst Beats und Lovus und Mixo und MacLoud. Hier draußen ist es kalt. So voller Gewalt. Diese High Notes von ihm, liebe ich. Diese Symbolik dahinter, wie er hier jetzt das Baby durch all diesen Dreck, diesen Schlamm trägt und einfach er geht dadurch selbst zugrunde, so, aber Hauptsache nicht ein Tropfen von dieser dreckigen Welt, die dieses Loch hier symbolisieren soll, glaube ich, kommt auf dieses Baby, Mann. Oh, da wurde im Beat auch irgendwas gesampelt, glaube ich. Ich kenne das irgendwo. Ja. Das kommt mir sehr bekannt vor, jedenfalls. Es erinnert mich an Luciano und irgendwas von Luciano. Ist vielleicht einfach nur dieselbe Szene, ich weiß es nicht. Das ist auch eine starke Aussage, Mann. Man sagt, Apache ist die Eins, Baby, doch ich wollte es nie sein, Baby. So, man kann sich halt das nicht aussuchen, wenn sowas passiert wie bei ihm. Ich meine, hätte keiner vorhersehen können. Abi regelt GmbHs, GBR 7 Unternehmen, zwei Brüder, die so viel ackern.
Wir können kaum mehr was unternehmen. Adidas, ich glaube, dass eure Leute vom Marketing sich verzählten. Halbe Mio für ein ganzes Jahr ist für mich kein Grund, persönlich zu reden. Telefon am Klingeln. Damn, okay, aber Real Talk, man, in seiner Größenklasse. Halbe Mio für ein Jahr Werbedeal. Halbe Mio für einen Werbedeal vielleicht, aber nicht für ein Jahr, Bro. Anfrage für ein Festival, knapp 300.000 Euro für eine Show und ich schwör bei Gott, das ist nicht gelogen. Ich halte kurz diesen Anruf für einen Bro aus der Jugend. Schneidest du für 500 Euro auf meiner Hochzeit den Kuchen und dann sagt es mir... Oh, einfach sympathisch, das ist einfach sympathisch sowas. Es ist einfach sympathisch, deine Aussagen dahinter, dass er auf Geld scheißt. Und wir wissen alle, jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, dass tagtäglich heftige, krasse Angebote ankommen, die er alle einfach mit dem Fingerschnippen annehmen könnte. Aber er macht es nicht so. Und selbst wenn die Aussage dahinter ist ja, dass er Hauptsache, es geht Familie und Freunden gut. Holy shit, Mann. Was eine starke Aussage. Bro aus der Jugend, schneidest du für 500 Euro auf meiner Hochzeit den Kuchen? Und dann sagt das Management, ich soll doch bitte nicht Hurensohn sagen. Wegen siebenstelligen Werbedeals soll ich nie mehr Hurensohn sagen. Doch was soll ich so einem Hurensohn sagen? Hä? Was soll man zu so einem Hurensohn sagen? Hier. Digga. Der beste Weg, damit umzugehen. Da sieht man aber auch, wie viel bei solchen Sachen auch immer falsch läuft. Dass alle Künstler immer glatt gebügelt sein sollen. Und werbefreundlich des Todes auf, ich nehme immer sehr gerne Bibi als Beispiel. So auf Bibi angelehnt. So das Perfekteste vom Perfektesten. So werbefreundlich wie werbefreundlich. Und er ist halt einfach scheiß drauf, Digga. Es wurde gesagt, ey, sag nicht Hurensohn. Er sagt 5-6 Mal Hurensohn. Kuss. Was soll ich so einem Hurensohn sagen? Was soll man zu so einem Hurensohn sagen? Hier draußen ist es kalt. Auch Shoutouts ganz kurz. Shoutouts an alle Kameramänner. An alle Leute, die an diesem Video mitgewirkt haben. Sofort. Auch die Animation eben. Das ist geisteskrank, Mann. Ich will nicht, dass du mich bangst, Baby. Doch selbst ich hab so eine Angst, Baby. Auch wenn ich dir niemals zeig. Ja, das ist eine so krasse Symbolik dahinter gerade, wie er dieses Augen-zu-Augen-auf-Ding macht. Und für das Baby, was eben nur ihn sieht, ist die Welt in Ordnung, weil es davon nichts mitbekommt. Aber drumherum passiert so viel Scheiße. Man sagt, Apache ist die Eins, Baby. Doch ich wollte sie sein, Baby. Ey, ja. Komm, jetzt sei doch mal ehrlich, die erste Strophe ist für dich gefundenes Fressen, um mit dem Finger auf mich zu zeigen, während ich mit Geldbeträgen flexe. Doch du hörst nicht richtig hin, das ist der wahre Grund. Ich schiss auf diesen Anruf von 300.000 für einen Freund aus meiner Jugend. Erinner mich. Genau das ist das, Mann. Dass es nicht darum ging, dass das Geld irgendwie, dass er den Bezug zu Geld verloren hat, sondern dass er immer noch denselben Bezug zu seinen Freunden hat. Das ist das Ding, was hinter dieser Aussage steckt. Schon alte Zeiten, ich war euch zu komisch. Heute wird die chillende Freund aus meiner Jugend. Erinner mich an alte Zeiten, ich war euch zu komisch. Heute wollt ihr chillen, doch ich bin mit komisch sein jetzt leider mies beschäftigt. Oh, was ein schöner Flow, Mann. Nice, Mann, auch die Aussage dahinter. Früher wolltet ihr mit mir chillen, wolltet ihr nicht mit mir chillen, weil ich zu komisch war. Heute wollt ihr mit mir chillen, aber ich bin leider mies damit beschäftigt, komisch zu sein. Nice, Mann. Am Ende werden alle belächelt. Am Anfang werden alle belächelt. am Anfang werden alle belächelt. Ich war zu komisch. Heute wollt ihr chillen, doch ich bin mit komisch sein jetzt leider mies beschäftigt. Ein Jahr lang verhandelt und ich unterschrieb bei der Sony. Bei Universal bot man mir leider nur siebenstellig. Oh shit. Oh shit, Digga. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Oh shit, Digga. Ja, Shoutouts an Universal auf jeden Fall, die leider nur siebenstellig geboten haben an dieser Stelle. Schade. Naja. Holy fuck, Digga. Und ich kann mich noch erinnern, als ich das allererste Mal was von Apache gehört habe. Ich habe eine Reaktion zu Kein Problem aufgenommen und meinte, wer ist das? Alle reden gerade so. Das ist das Video, was viral gegangen ist von ihm. Keine Ahnung, er hat Rollschuhe an. Ich mag ihn irgendwie. Und der Reaction noch völlig perplex und dachte so, ja, könnte was werden, mal sehen, ich mag den Sound, der kann gut singen. Und jetzt sind wir hier, wo Sony achtstellig geben muss, damit er unterschreibt. Holy fuck. Sony. Bei Universal bot man mir leider nur sieben. Schade. Oh shit. Ich bin Digga, Universal, dickes L genommen. Die nächsten Jahre voller Höhen und Tiefen.
Arsch und mich am Namen auf wunderschönen Wiesen. Doch ich weiß nicht, ob's passiert, denn seit meinem letzten Deal lauf ich mit. Oh, Digga, holy fuck. Ich blick auf die nächsten Jahre voller Höhen und Tiefen. Seh dich und mich am Namen auf wunderschönen Wiesen. Doch ich weiß nicht, ob's passiert, denn seit meinem letzten Deal lauf ich mit Schafen rum, als wär ich Schitte. Hier draußen ist es kalt. Seit meinem letzten Deal lauf ich mit Schafen rum, als wär ich Hirte. Deal lauf ich mit Schafen rum, als wär ich Hirte. Digga. Hier draußen ist es kalt. So. Schaut euch das auch mal an. Ich liebe es auch, wie viele Szenen er immer benutzt. Und es sieht immer so, es sieht nicht nach einem 0815 Rap-Video aus. Gar nicht, 0,0, nie bei ihm. Er legt den Fokus immer als erstes auf die Kunst. Und das liebe ich, Mann. Ich will nicht, dass du mich bangst, Baby. Doch selbst ich hab so eine Angst, Baby. Auch wenn ich sie niemals zeig. Damn. Ich bin so leid. Was soll der Heinos, Mann, ich liebe das. Man sagt, Apache ist die Eins, Baby. Doch ich wollte es nie sein, Baby. Ich liege neben dir so jede Nacht und küsse deine Augen in den Schlaf, in der Hoffnung, dass du tief und fest schläfst. Und keine Fragen stellst, denn da draußen gibt es viel zu tun. Doch damit hat mein Baby nichts zu tun. Riech nochmal an deinen seidenweichen und zieh mich dann dick an. Holy shit, Digga, Gänsehaut am Ende. Ich weiß nicht, ob das aus einem anderen Song war tatsächlich oder ob das hier neu voraufgenommen wurde. Riech nochmal an deinen seidenweichen. Zieh mich dann dick an. Aber egal wie, das Ende war auch unglaublich schön, Mann, mit der Frauenstimme noch. Mein Baby, nix zu tun. Riech nochmal an deinen Seidenweichen. Und zieh mich dann dick an. Digga, dieses Video ist dieses andere heftig. Holy fuck, was ein Ende für dieses Jahr. Fürs letzte Jahr. Ich bin ein bisschen spät, aber sorry, Freunde. Aber damn, das war einfach schön, Mann. Das war einfach schön. Damn. Er ist halt einfach einer der letzten richtigen Künstler, die so wirklich zu Recht diesen Bekanntheitsstatus haben, in meiner Opinion. Weil er wirklich einfach nur auf die Kunst Wert legt. Und das sieht man immer und immer wieder, Mann. Immer und immer wieder sieht man das. Das war echt schön. Das hat sich auch noch gut angehört, so. Ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, dass wir in der Live-Version, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass wir in der Live-Version auch kein Playback haben, aber das haben wir bei Apache nie. Das heißt, wir werden uns die Live-Version morgen ansehen und da freue ich mich schon auf die High Notes an sich. Lasst mir gerne euer Feedback mal rein in die Kommentare. Wie fandet ihr den Song? Aber auch zu Apache in general würde mich das mal sehr interessieren. Ich fand den Song sehr, sehr stark, Alter. Ich bin sehr gespannt auf morgen, Freunde. Bis dann, habt einen wunderbaren Tag. Bleibt natürlich fresh. Hey, so wie immer und ciao.